Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres kleinen Ausflugs an einem Sonntagmorgen auf dem Fahrrad durch die Hamburger Innenstadt. Hier in diesem Teil geht es durch Altona, durch die Große Bergstraße, über die Reeperbahn bis zum Hamburger Turm. Viel Spaß! Große Bergstraße ist eine Straße, die zum größten Teil eine Fußgängerzone ist, liegt direkt am Bahnhof Altona und war ja bis in die 80er, 90er Jahre wirklich, man kann sagen, am Ende ein sehr grauer, hässlicher Schandfleck. So richtig schön ist es dort immer noch nicht, aber in den letzten Jahren wurde hier doch schon einiges gemacht, dass es etwas freundlicher und netter aussieht. Ja, es geht gleich links von der Kirche weiter durch ein, ich nenne es mal, Fahrfehler von mir. Fehlen circa die nächsten 500 bis 600 Meter und es geht dann direkt bei der Reeperbahn weiter.
Die Reeperbahn ist wohl mit einer der bekanntesten Straßen in Hamburg. Gelegen im Stadtteil St. Pauli und rundherum, sage ich mal, Rotlicht- und Vergnügungsviertel. Tagsüber ist es hier natürlich deutlich, wie man sieht, unspektakulärer. Die beiden etwas schief aussehenden Hochhäuser hier ungefähr in der Bildmitte sind die sogenannten tanzenden Türme, die 2012 fertiggestellt worden sind. Und ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals befand sich im obersten Stockwerk das höchstgelegene Restaurant in Hamburg. Wir sind jetzt am U-Bahnhof St. Pauli angekommen und wie man im Hintergrund an dem Riesenrad schon sehen kann, geht es in der nächsten Folge über den Hamburger Dom, eines der größten oder das größte Volksfest in Norddeutschland. Vielen Dank fürs Reinschauen.